Wir können aus Gewohnheit immer wieder denselben Routinen folgen. Kaffees neben Wasser, das ist in unserer Gesellschaft am häufigsten konsumierte Produkt. Kaum jemand denkt an ein millionenschweres Konsumgut, das an der Börse gehandelt wird und von dem 25 Millionen Kleinfarmer abhängig sind. Es war für uns an der Zeit, Kaffee komplett neu zu denken. Inspiriert von einer Tradition im Jemen haben wir 2015 ein Erfrischungsgetränk entwickelt, das auf der Kaffeekirsche basiert. Die Kirsche ist ein eigentliches Abfallprodukt der Kaffeeproduktion. Sie umschließt die Bohne, ist voller Koffein, voller Vitamine und wurde bisher kaum weiterverwendet. Im Frühling 2017 wurde die Kaffeekirsche von einem Tag auf den anderen als nicht verkehrsfähig klassifiziert. Nur aus dem Grund, dass sie vor 1997 innerhalb der EU noch nicht in nennenswerter Menge konsumiert worden ist. In den vergangenen 2 Jahren haben wir gemeinsam mit der Community über 5 Tonnen Kaffeekirschen verwertet. Nun müssen wir uns aufgrund der schwierigen Gesetzeslage komplett neu erfinden. Unser neues Produkt basiert auf grünen, ungerösteten Kaffeebohnen und weist wiederum eine komplett andere Perspektive auf Kaffee auf. Unser Kaffee kommt aus Kolumbien, aus dem Norden der Sierra Nevada, von der Kooperative Co-Café. Grüner Kaffee ist Kaffee in seiner reinsten Form. Er wird nicht geröstet. Nach der Ernte, der Waschung und der Verarbeitung und der Trocknung extrahieren wir den Koffeingehalt und das Aroma. Wir haben eine Komposition aus grünem Kaffee, Zitronen aus Italien, Enzianwurzel aus den französischen Alpen und Ingwer aus Südafrika kreiert. Das Ganze wird mit Quellwasser aufgegossen, ist leicht, erfrischend, sprudelnd. Wir sind unglaublich stolz, wir mit Partnern zusammenarbeiten dürfen, die unserer Philosophie kompromisslos folgen. Nachhaltigkeit ist für uns ein Herzensthema, eine Herzensangelegenheit. Wir versuchen, den großen Teil unserer Energien aus eben entweder nachwachsenden Rohstoffen oder nachhaltigen Ressourcen zu gewinnen. In einem Familienunternehmen denkt man eben gerade nicht in Quartalsergebnissen, sondern in Generationen. It's a drink that we really like. We like the process. We like to take everything in good quality. We try to support the locals. It's nice to be in contact with our providers that's here in Berlin. For me, it's like a family. I don't want to put anything bad into my body. Green Coffee Cellar is connecting everything what I believe in. Nur mit eurer Unterstützung geht die Reise für uns an der Stelle überhaupt weiter. Bisher war unser sehr offensichtlicher Hebel der Nachhaltigkeit die Kaffeekirsche. Jetzt ist es die grüne, ungeröstete Kaffeebohne. Denn wir setzen uns weiterhin für einen zukunftsweisenden, fairen Kaffeehandel ein. Jetzt brauchen wir deine Unterstützung, um Zelo Green Coffee in nennenswerter Menge produzieren zu können. Deine Vorbestellung ist wichtig. Ich denke, heutzutage kann Veränderung eigentlich nur vom Konsumenten selbst vorangetrieben werden. Und darum wollen wir mit euch gemeinsam die Kaffeewelt verändern. Mach mit, unterstütze uns, vielleicht mit einem Fläschchen oder einem ganzen Kasten für die Familie oder einem ganzen Jahresvorrat, wie du willst. Hauptsache, du machst mit. Das ist das Wichtigste.